Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um zwei sogenannte Flashmob-Aktionen. Das sind kleine Aktionen von Leuten, die große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, in Osnabrück und in Berlin. Die beiden Aktionen waren etwas unterschiedlich, aber beide Aktionen fand ich ganz ausgezeichnet und nachahmenswert. Wieder einmal hat Kommentator Löwe mir die Links dazu geschickt. Jetzt im Folgenden die beiden Aktionen. Was geht ab? Ich höre es nicht ab!
Bitte nicht anfassen, ja? Nicht anfassen. Damit hält man es sich auf.
Ja, ich höre es doch. Aber du darfst doch hier nicht so anfassen. Ich habe sie draußen geblockiert. Damit könnt ihr euch schon mal anfreunden. Wegen euch können viele Leute wie wir nicht mehr einkaufen. Deswegen machen wir hier eine Demonstration, weil es um diesen Bereich geht. Lasst euch doch nicht gefallen, das ist ein Faschismus hier. Faschismus. Faschisten! Keine Evidenz für die ganze Scheiße. Es gibt keine Evidenz für die ganze Scheiße. Es gibt keine Evidenz für die ganze Scheiße. Es gibt keine Evidenz. Ganze Scheiße, es gibt keine Evidenz für die ganze Scheiße, es gibt keine Evidenz. Sorry. Was wird ihm vorgeworfen? Was hat er denn verbrochen? Was hat er denn gemacht? Rosenthaler Platz und die Party ist im Gange. Und wir haben einen Aufpasser. Was macht diese Aktion wirkungsvoll? Zunächst einmal muss man sich den Kosten-Nutzen-Aufwand vor Augen führen. Nehmen wir als Vergleich die Demo in Berlin vom 29.08. Was war das Problem oder in München vor kurzem? Was war das Problem bei diesen Demos?
die Straßenumzüge wurden verhindert. Also es konnten zwar die Demonstrationen an Plätzen abgehalten werden, aber auf diesen Plätzen waren die Demonstranten unter sich und kamen eigentlich mit der Bevölkerung nicht mehr richtig in Kontakt. Aber genau dabei geht es ja um bei einer Demonstration. Man möchte mit den Leuten in Kontakt kommen, sie zum Nachdenken anregen und sie am besten überzeugen von der eigenen Sache. Das Ziel von einer Großdemonstration ist ja, dass man viele Leute versammelt und man dadurch auch einen Nachrichtenwert generiert. Das heißt, dass dann die etablierten Medien, die Altmedien, das dann verbreiten müssen und eben zeigen müssen, eben auch der allgemeinen Bevölkerung mitteilen müssen, hier sind ganz viele Leute, die gegen die Maßnahmen sind. Aber was ist passiert? Die Altmedien täuschen und sie verleumden die Demonstranten, indem sie behaupten, das wären größtenteils verrückte Corona-Leugner, obwohl es die allerwenigsten, fast niemand leugnet Corona. Nur ist man eben der Meinung, die meisten Demonstranten sind der Meinung, dass die verhängten Maßnahmen nicht im Verhältnis stehen zu der Gefährlichkeit von Corona. Das heißt, das Problem ist, die Altmedien sind informiert über diese Großdemonstrationen, sind vor Ort und aus einem blauen Bild sammeln sich die wenigen roten Punkte. Sie sind ja überall mit ihren Reportern verteilt, sie kriegen alles mit und sie suchen sich dann die Sachen aus, die sie transportieren wollen für ihre Berichterstattung. Und dann sehr wahrscheinlich war das am Reichstag mindestens provoziert und dann wurde die ganze Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Und dann wurde der Öffentlichkeit ein Bild erzeugt, das mit dem Großteil der Demonstration gar nichts zu tun hat. Und dann wurde bei der Mehrheit der Bevölkerung sogar ein negatives Bild erzeugt. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, dass immer wenn die Altmedien vor Ort sind, dann dient das unserer Sache nicht. Sondern die Altmedien wollen täuschen und wollen uns verleumden. Das heißt, immer wenn sie da sind, ist es schlecht. Und der Vorteil bei diesen Aktionen ist, nur wir wissen Bescheid, dass sie jetzt stattfinden. Wir können den Vorgang filmen. Sie sind nicht dabei. Sie wissen davon nichts. Und wir stellen das dann ins Internet. Und die Leute können es sehen, ohne dass die Altmedien es gleich wieder ins rechte Licht drücken und verleumden. Dann ein weiterer großer Vorteil ist, wenige Personen erreichen große Aufmerksamkeit. Das heißt, man hat eine Handvoll Personen, die aber zum Beispiel in dieser Fußgängerzone in Osnabrück ganz viele Leute erreichen. Es waren bestimmt 500. Und es ist ja bei den Großdemonstrationen genau umgekehrt. Man hat also ganz viele Leute an einem isolierten Platz und die Politiker mit ihren Verordnungen und wir halten dann die Demonstranten von den Leuten fern. Wahrscheinlich dieser riesige Straßenumzug vom 1. August, das war den Politikern in Berlin ein Dorn im Auge, den Altparteienpolitikern, und dann wollten sie um jeden Preis diesen Straßenumzug verhindern. Das haben sie dann in München gemacht und in Berlin gemacht, sodass dann die Leute nur noch unter sich waren auf der Straße des 17. Juni. Bei solche Flashmob-Aktionen sind die aber gar nicht angemeldet. Also man geht halt einfach, man kann sich anziehen, wie man will, man kann sich einen weißen Kittel anziehen und ein Schild anhängen und dann läuft man durch die Straßen durch. Und davon wissen die Altmedien nichts, davon wissen nur wir was. Und die Wirkung ist enorm. Man zieht die mit diesen weißen Kitteln und diesen Schildern. Man wirft, es drückt so viel aus. Erstmal, diese Schilder sind auch nicht zu unterschätzen mit seid brav und vor allen Dingen nicht selber denken, nicht kritisch hinterfragen. Weil die Altmedien verbreiten den Frame, ihr, die Altmedienkonsumenten, ihr seid schlau, ihr seid informiert. Und die anderen, die Corona-Leugner, das sind irgendwelche Verrückte, die sind einfach ein bisschen verrückt, die sind dumm, die sind uninformiert, die wissen es nicht besser. Ihr seid schlau, ihr steht über den Dingen. Dass dann die Leute, die merken dann gar nicht, dass die Informationen, die sie bekommen, dass es vollkommen intransparent ist, dass sie nur mitgeteilt bekommen, ja, die Maßnahmen ist auf jeden Fall richtig und es dann in Wahrheit nur um die Maßnahmen geht und um Panikmache und dass sie eigentlich überhaupt nicht informiert werden, dass sie überhaupt keinen Überblick über die Situation haben, weil ja dieser Überblick absichtlich verhindert wird. Es gibt natürlich Ausnahmen wie ARD Extra und es sind natürlich, kommen überall mal Informationen, aber das steht nicht im Vordergrund. Und eine wirkliche Übersicht über die Studienlage mit Ischgl, mit Heinsberg-Studie, Santa Clara, Antikörperstudie, das hat man auf einen Schlag nur, wenn man eben Leute wie Bakti guckt, die das Ganze auf den Punkt bringen. Sonst versteht man das ja gar nicht, weil eben die Altmedien nicht wollen, dass es nicht verstanden wird.
die normale Bevölkerung kennt ja aber Bhakti und kennt die Leute gar nicht. Und die denken, ja, das ist halt so. Das ist halt so kompliziert mit Corona. Wir können nicht besser informiert sein. Aber wir sind auf jeden Fall schlauer als die Corona-Leugner. Das haben uns die alten Medien erklärt. Das wissen wir. Und wenn jetzt die Leute solche Schilder sehen, wie seid brav, nicht denken, nicht kritisch hinterfragen, dann widerspricht es dem Frame, weil dann sehen die Leute, okay, jetzt die behaupten jetzt, sie wissen mehr als wir. Wir sind die Dummen, sie sind schlauer als wir. Weil das sagen ja die Schilder indirekt eindeutig aus. Und dann werden die Leute vielleicht neugierig, ja, wie kann es denn sein? Wie können die denn denken, dass sie schlauer sind? Wir sind doch die Altmedienkonsumenten. Wir lesen doch Spiegel Online und Welt. Wir wissen doch über alles Bescheid. Und diese Blödis, was wollen die denn überhaupt? Und wenn sie dann zum Nachdenken angeregt werden, dann kommen sie vielleicht auch mal auf bestimmte Gedanken und merken, ja, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Da stimmt ja irgendwas nicht. Und vor allen Dingen werden sie auch moralisch unter Druck gesetzt, zu einem gewissen Grad. Oder sie bekommen auch den Frame ab, ihr seid doof, wir sind schlauer. Also die mit den weißen Kitteln rumlaufen, die sagen ja indirekt, wir sind schlauer als ihr, ihr seid doof. Das ist die Botschaft, die ankommt, das ist eine selbstbewusste Botschaft. Und niemand möchte doof sein. Natürlich stellen die Altmedien ihren Frame dagegen. Sie sagen natürlich, die Leute sind die Doofen, die jetzt diese Schilder tragen. Aber es ist dann Frame gegen Frame, es findet dann ein Konflikt statt. Und diesen Konflikt wollen die Leute auflösen. Und wenn sie sich dann, und den können sie nur auflösen, indem sie sich mit den Dingen näher beschäftigen. Und umso mehr sie sich mit den Dingen beschäftigen, desto mehr merken sie natürlich, welcher Frame der richtige ist und welcher nicht der richtige ist. Es wird dann durch diese weißen Kittel auch die Frage aufgeworfen, die vielleicht schon so im Dunklen unterbewusst sich die Leute sowieso schon stellen, aber dass sie sich dann nochmal mehr gezwungen sind, sich zu stellen, und zwar, wie das weitergehen soll in Zukunft. In anderen Ländern waren ja die Maßnahmen noch deutlich stärker als in Deutschland. In Spanien durften die Leute, oder in Frankreich, Italien durften ja die Leute teilweise gar nicht mehr vor die Tür. Und es ist jetzt aber so, das werden die Leute auch spüren, dass sich die Maßnahmen international irgendwie angleichen. Dass jetzt hier das auch mit den Masken eingeführt wird, obwohl ja eigentlich im Frühjahr die Welt gar nicht untergegangen ist, als bei uns die Maskenpflicht in den Öffentlich-Rechtlichen erst spät eingeführt worden ist, dass es eigentlich gar keine Auswirkung gehabt hat. Dass schon vorher eigentlich Corona im Abflauen war, bevor die Maskenpflicht kam in Bussen und Bahnen. Und viele Leute sind wahrscheinlich willens, das eine Zeit lang hinzunehmen. Aber wenn jetzt die Leute, die Leute mit diesen Kitteln umherlaufen, dann wird den Leuten nochmal deutlich gemacht, ja, darauf steuert ja Deutschland zu. Dieser Aufnahmezustand hat ja überhaupt kein Ende. Und jetzt wird es in Deutschland auch so wie in anderen Ländern. Und dann ist die Frage, ob man das wirklich will. Und auch ganz wichtig ist, dass die Leute sehen, diese Corona-Leugner oder Leute, die gegen die Maßnahmen sind, die gibt es nicht nur theoretisch irgendwo, das ist nicht nur eine kleine theoretische Minderheit, sondern die sehe ich persönlich, die sehe ich auf der Straße. Die sind real vorhanden. Das ist ein Unterschied, ob man das irgendwo liest oder ob man das real sieht. Und bei der Berliner Aktion, die ja ganz anders war, ohne den Masken, wird auch den Leuten gezeigt, mit dem Mut, dass man Mut haben kann. Und dass man dann nicht gleich im Gefängnis landet, sondern dass andere Leute haben Mut und es stärkt dann auch den Mut in einem selbst. Ich war vor kurzem einkaufen und habe auch diesen Geruch der Denunziation gespürt, der vorhanden war. Also man läuft dann mit der Maske rum, man will sie eigentlich immer runterziehen, weil man kriegt nicht richtig Luft und es stört einen, aber man denkt sich dann, gibt das jetzt Ärger? Muss ich jetzt gleich Bußgeld bezahlen? Wird mich jetzt der Verkäufer gleich anhauen? Oder werden mich andere darauf ansprechen und gibt das irgendwie Ärger? Und wahrscheinlich laufen ganz viele Leute so rum und haben die Maske auf und wollen sie eigentlich abziehen, aber trauen sich nicht. Und trauen sich auch nicht dagegen zu sein, weil sie denken sich, ja, alle machen das. Und wenn alle das machen, dann ist das schon richtig so. Hat dann alles schon so seine Richtigkeit. Und wenn dann die Leute vor Augen geführt bekommen, hier sind andere Leute, die trauen sich das und die zweifeln das ganz offen an. Die sagen, wir wollen das nicht, das ist falsch. Dann stärkt das den Mut in einem selbst, dagegen zu protestieren und das auch nicht mehr auszuführen. Wenn man vor Ort solche Aktionen macht, überall in Deutschland, das würde wahnsinnig viel bringen. Und man sollte, denke ich, die Energie auf sowas konzentrieren. In kleinen Gruppen einfach in die Fußgängerzone gehen, mit Kamera, das Ganze filmen. Dann hat man mit 10 Leuten schon oder mit 5 Leuten, hat man schon eine Riesenwirkung erzielt. Da kann jeder eine riesige Wirkung erzielen und dann vor allen Dingen mit den
der Vorteil bei den weißen Kitteln ist, man ist ja anonym mit den Masken und mit diesem ganzen weißen Zeug. Man ist vollkommen anonym. Man kann das ins Internet stellen und man ist halt durch die Straße gelaufen und man erfüllt ja eigentlich genau die Maßnahmen und man kann dafür überhaupt nicht angegriffen werden. Und ein ganz wichtiger Vorteil, den wahrscheinlich viele noch nicht so richtig erkannt haben, ist eben der Wissensvorsprung vor den Altmedien. Die Altmedien sind nicht dabei, sie können es nicht verreißen. Der Wissensvorsprung ist normalerweise immer der Trumpf der Altmedien, weil sie durch die staatlichen Mittel, überhaupt durch ihre Mittel, überall immer vor Ort sind, immer alles mitkriegen. Die sind eben nicht dumm, die Altmedien, die wissen immer über alles bestens Bescheid. Und dann sind sie außen vor. Dann haben wir den Wissensvorsprung. Sie können darüber nicht berichten, nur wir können darüber berichten mit unseren Bildern. Wenn sie kommen, ist es schon vorbei, ist die Aktion schon vorbei. Ich habe jetzt auch an verschiedenen Beispielen gesehen, man muss, wenn Altmedien irgendwas filmen, das ist nur so lange gut, solange wir es auch filmen und es dagegen stellen können. Aber man, glaube ich, man darf nie mehr irgendwas eingehen mit den Altmedien, wo man selbst nicht mitfilmt, wo nur die Altmedien die Kontrolle haben über das Material. Weil die Altmedien selektieren einfach das Material und sie finden es immer irgendwie, sie kriegen es immer irgendwie so hin, dass es schlecht ist. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ihr noch für Links kennt oder für andere, für interessante Aktionen und was ihr sonst so denkt. Macht's gut.